Hallo, Moje. Moment bitte, ist gerade so laut. Willkommen im LS19. Auf der Karte Zweisternhof. Bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Das haben wir das letzte Mal in der letzten Folge beim Grasmähen und Wenden etwas verschmutzt. Das sieht aus hier. Machen wir jetzt schnell sauber, stellen es ab und schwaden unser Heu zusammen. Und hinten ist ja der große oder etwas größere Ladewagen. Holen wir uns Gras und Heu, holen wir dann rein. Und hoffen, dass dann auch im Laufe der nächsten Folge der Raps erntereif ist. Was ist denn das für Dreck, der hält ab hier vorne oder was? Komm. So. Das schaut gut aus. Trecker wird eh gleich wieder schmutzig. Der ist auch gut, alles klar. So. Den brauchen wir gleich. Das ist dieses. Upsa, das ist jenes. So. Für Schwaden reicht der kleinere. Wo ist denn eigentlich der andere, der T6? Ach, der hängt da. Ah, ja, genau. Nehmen wir mal den T6. Der hängt noch im Wasserfass. Aber die haben ja genug zu trinken im Moment. Können wir mit dem Schwaden fahren? Nehmen wir schon die Richtung, machen wir erstes Heu. Dass das hier so einen zeitlichen Versatz hat. Na, okay. Zeit läuft zu 15. Und wenn du es schon machst, dann richtig. Ist ja kein kleiner Schwader, ne? Ich muss aufpassen, dass man alles kriegt und trotzdem nicht überall hängen bleibt.
das Gras nicht da. Hoffentlich macht das mal kein Problem. Ne? Also die Leute, die die Videos alle schauen, die werden jetzt denken, der geht da schon wieder, ne, ich gehe immer noch, weil die drei Videos jetzt wurden am Stück nacheinander aufgenommen. Und da ist der Sauerstoffmangel noch zu spüren. Achtung, Baum, Mensch. Sieh. Sieh. Ja. Gut, das war's schon wieder. Für dieses Teil haben wir noch das Gras. Auf der Wiese 5 ist es, glaube ich. Den Kühen gefällt es hier. Naja. Ja, das habe ich toll hingekriegt. So ist es, wenn man älter wird, dann vergisst man auch gerne mal, dass das schon geschwadet wurde. Das reicht nicht. Doch, es reicht. Das kommt zu hart. Ja, Moment, jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Gras die Kühe denn haben möchten. Viel ist es ja nicht. Wenn nicht, muss ich tatsächlich das Gras komplett in Ballen machen. Oh, doch. 26, 52, ja, 75, also es müsste auf jeden Fall ein Ladewagen Gras müsste reingehen. Das machen wir, das testen wir jetzt, weil Ladewagen ist dem schneller, ne, als mit Ballen. Also hier gehen 60.000 rein, ne, man sieht es ja. Die müssten komplett bei den Kühen verschwinden. Und dann gucken wir mal, was da noch fehlt. Dann, und falls dann hinter was übrig ist an Gras, dann das pressen wir dann zu Ballen. Zusammen oder ich. Offline, das muss ich dann gucken.
Entschuldigung. Fast einbindig am Steuer. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Wenn ich dann abends noch was so für mich privat spiele hier und wird dann so müde, also gerade im LS, ne, dann ist mir schon passiert, dass ich dann irgendwie eingenickt bin und wird dann wieder wach nach ein paar Sekunden und denke, wieso steht der Trecker vorm Baum oder vorm Haus und gibt Vollgas. Ne? Ja, so schlimm ist das ab und zu. Kein Platz mehr, obwohl das seht ihr. Dann muss ich auch mal gucken, schaut. Aber gut, dann müsste ich jetzt erst dafür den Fäden fahren und die Ballenspieß holen. Dann holen wir uns lieber dann doch eine Palettengabel. Ich weiß gar nicht, wo der Frontlader steht. Steht der im Hof oder bei den Fäden? Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt hier den Ladewagen mal voll und kippen den ab. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Rollpaletten ist. Also ich gehe stark davon aus, wir müssen hier noch einige Ballen pressen, weil der Ladewagen wird nicht reichen, um das ganze Gras aufzunehmen. Das müssen wir bald machen mit den Paletten, weil erstens steht dann die Produktion still und zweitens nervt mich die Anzeige andauernd da oben. Obwohl Produktion ist jetzt auch doof an, ne? Ja, okay. Was soll man sonst sagen? Hat schon zu kämpfen auch der T7 hier, der 290er ist es, glaube ich, mit 188 PS. Und hier der Wagen voll ist durch die realistischen Ladegewichte, merkt man schon, ne, das Gras nicht gerade leicht ist. Ja, jetzt aber, ne? Nee, noch nicht. So, einmal voll. Das hat geil gemacht mit dem Netzdeckel hier, ne? Cool.
Ja, ich komme ja schon zu den scharfen Menschenskinder. Ich bin vielleicht vergesslich, aber ist nicht so. Ich habe gerade schon mal dran, ja, also müsste von der Höhe her reinpassen. Von der Höhe her müsste er hinpassen. Jawohl. So. Und du nimmst jetzt hoffentlich alles an. Rein rechnerisch müsste es passen. Sehr schön. Fehlt noch viel? Gras? Nee, den Rest machen wir dann zum Ballen tatsächlich. So. Raus. Ja, toll. This Anhänger ist etwas zu lang. Aber sieht cool aus und geht viel rein. Also das ist mal sehr gut. Hast du Frontlader? Du hast den Frontlader? Wo steht. Ah, ich weiß es. Da hinten mit Schaufel sogar, sehr prima. Dann machen wir erstmal den Schafstall sauber. Kaufen dann eine Palettengabel. Weil das mache ich dann lieber, als dass ich zum Pferdestall fahre und hole den Ballenspieß. Das ist ein weiter Weg. Muss ich nicht. Ne? Vier Paletten. Mal gucken, ob ich wieder so ein Fail hinhaue wie das letzte Mal. Da habe ich ja die Schaufel hinter den Trigger hinter den Futterdruck gekippt. Da konnte ich aber Gott sei Dank mal da reinfahren, das ist ja auch praktisch. So, mal gucken, wie es jetzt geht. Besser. So, ist gut. Die stellen wir wieder weg. Fahren schnell zum Schuppen, holen eine Gabel. Fahren mal die Wollpaletten aus den Füßen. Dann könnten wir eigentlich das dauerhaften Platz für die ganzen Frontladergeschichten brauchen wir auch noch. Schon doch jemand überfahren. Entschuldigung. Ach, das ist vom Frontlader ist zu niedrig. Was steht hier? Striegel? Ah, ich hatte zwar vor im mir gesagt, Striegel bringt nicht viel, aber es ist möglich, dass ich den
gekauft habe für die Grasflächen. Auch richtig. Ich lasse ihn mal stehen. Ich wollte eine Frontladerschaufel haben. Palettengabel wollte ich haben. Schwätze. In Blau gibt's da nichts, hä? Verdammt! Da hab ich doch schon. Blau. Oh Mann. Sven, wie soll das noch ausgehen? So, ich guck auch gerade schnell mal, was. Wo haben wir denn hier? Was kostet denn ein kleines Fahrsilo? 15.000. Hätten wir gerade noch. Aber was da reingeht, die Füllmenge ist halt, das wäre halt auch nicht schlecht, wenn man das mal wissen würde, was da reingeht maximal. Kostet 15.000 und der Quaderballenwickler, toll. Ich glaube dann tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, ein Fahrsilo zu platzieren. Und das schätze ich hier, das habe ich ja eigentlich nur für Ballen, weil ich keinen Graslager hab. Wurzelfruchtlager, Multilager Silo. Da geht alles rein. 15.000. Echt? Ich weiß nicht, das will aber nicht auf die Karte passen. Silo für Saatgut, neues großes Silo, was geht hier rein? Da geht auch alles rein. Wir haben aber das schöne Hayloft, bzw. Heulage haben wir ja schon, das würde ich schon gern behalten. Es geht tatsächlich nur um das Gras. Und in die schöne Landschaft so ein Teil stellen. Ich guck gerade mal, wie das aussieht überhaupt. Ah, ist das so groß gar nicht? Ich dachte, das wäre größer. Vielleicht genehmige ich mir, Moment, wo muss ich denn hin? So. Vielleicht genehmige ich mir tatsächlich dieses Lager. Rein aus grastechnischen Gründen. Passt das hier rein? Da könnte man nämlich hier hinten das Gras einlagern. Aber da kann ich im Leben nicht vorbei. Beziehungsweise hinfahren. Obwohl so, ich weiß nicht. Passt das so? Ja, ich weiß. Das müsste eigentlich funktionieren hier. Oder bei die Chauffe. Da könnten wir im Moment. Jetzt geht's rund. Könnte ich eigentlich diese wunderschöne Leimbinderhalle, die ich gekauft habe, wo ist sie hier? Die könnten wir eigentlich wegtun, weil da stehen 3, 4, 5, was weiß ich, Grasballen drin oder sonst was. Und zwei Geräte. Die könnten wir eigentlich verkaufen. Die haben wir schon verkauft. Sowas. Dann gucke ich nämlich mal zurück. Zurück. So, ich hole mal eine Palettengabel. Wo steht sie? Da. Dann werde ich nämlich den Schwader und die Presse woanders reinfahren, beziehungsweise die Presse dann vielleicht tatsächlich im Endeffekt verkaufen, weil wenn ich Gras einlagern kann, brauche ich die Presse nicht mehr. Und dann werde ich, das ist dieses wundertolle, prima, da komme ich nämlich gleich mit, dieses Multilager von der Modding-Welt, den werde ich dann gleich da platzieren, wo die Leimbinderhalle stand. Und dann habe ich alle Spatze gefangen, sagt man, ne? So tun wir. So tun wir. Wie lange geht die Folge schon? 5 Stunden, keine Ahnung, ich habe wieder mal keinen Überblick. Ich denke, ich fahre jetzt zum Hof
und beende das hiermit. So, Striegel. Striegel kommt hier. Und Gabel brauche ich für Wollpalette. Alles Paletti. So, die fahre ich das nächste Mal weg. Gerade nochmal auf den Bauplatz gucke. Also, oh ja. Das ist, ich denke mal, dass es Heu ist. Steht nicht drauf. Das wird noch verfüttert. Entsorgt. Dann werde ich hier diese tolle Presse, die wunderbar funktioniert, aber ich brauche es halt nicht mehr wieder verkaufen. Die Schwarte kommt an anderen Plätzen. Da stellen wir hier unser Gras-Multilager hin. Da können wir nämlich tatsächlich dann hier alles für die, zumindest mal für die Tiere würde ich hier einlagern. Und ja, das freut mich. Und du hast momentan Pause. Es wächst noch. Alles klar. So, ich danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst irgendeinen Daumen da oder irgendeinen anderen Abo-Gedönse. Kostet nichts, würde mich freuen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.